Herzlich willkommen bei Spaß mit Tiefbohrtechnik. Eine Tiefbohrung muss immer komplett mit Spülung gefüllt sein und diese Spülung ist so angemischt, dass die sicherstellt, dass kein Gas in die Bohrung eindringen kann. Aber manchmal gibt es Überraschungen tief unten in der Erde und es kann passieren, dass trotzdem ein unerwarteter Gaseinbruch in die Bohrung kommt. Und das nennt man einen Kick. Wenn man einen Kick in der Bohrung hat, kann es für die Mannschaft gefährlich werden über Tage. Und deswegen ist die erste Maßnahme, die man vornimmt, dass man den Blowout-Preventer oben an der Tagesoberfläche zumacht und damit das Bohrloch sicher verschließt. Allerdings ist damit das Problem noch nicht weg. Das Gas ist ja schließlich immer noch in der Bohrung drin und dieses Gas steigt langsam aus der Tiefe nach oben. Und weil sich die Gasblase nicht ausdehnen kann, bringt sie den Druck mit nach oben. Und deswegen registriert der Bohrmeister, dass der Druck in der Bohrung immer weiter ansteigt. Also früher oder später muss man dann also eine Maßnahme einleiten. Und man muss die Bohrung Druck entlasten, man muss also den Druck ablassen. Eine Bohrung, die Gas enthält, ist ein bisschen wie eine Mineralwasserflasche, die man stark geschüttelt hat. Und wenn man die plötzlich aufmacht, dann fliegt einem alles um die Ohren. Das darf natürlich nicht passieren, sondern man muss die Flasche ganz langsam und vorsichtig öffnen. Dann hat man alles unter Kontrolle. Und genau das tut man auf einer Bohrung, auf einer Tiefbohrung. Geht vom Blowout-Preventer eine Entlastungsleitung ab und die führt zu einer Batterie von Ventilen. Und diese Ventile werden dazu benutzt, vorsichtig dem Gas den Druck zu nehmen, sodass das Gas dann kontrolliert auf eine Fackel geleitet werden kann. Und da wird das Gas abgefackelt, sodass es niemanden mehr verletzen kann. Ja, aber damit ist das Bohrloch nicht mehr voll. Das sehen wir hier auch bei der Flasche. Wir haben Wasser verloren und genauso muss auch eine Bohrung dann wieder aufgefüllt werden. Und deswegen gibt es auch noch eine zweite Leitung am Blowout-Preventer und über diese Leitung wird wieder frische Spülung in das System eingepumpt. Und dann ist die Bohrung wieder unter Kontrolle. Und was wir hier eben gesehen haben, klingt so einfach, ist aber im Detail doch sehr komplex und schwierig. Und deswegen muss ein Bohrmeister, der für die Bohrung verantwortlich ist, in regelmäßigen Abständen zur Bohrmeisterschule gehen und auf dem Simulator beweisen, dass er gefährliche Situationen jederzeit sicher unter Kontrolle hat. Und nur wer die Prüfung besteht, bekommt das begehrte IWCF-Zertifikat und ist damit ausgebildeter Sicherheitsfachmann für eine Tiefbohrung. Ja, und wer ganz genau wissen will, wie man so eine Bohrung totpumpt, das ist der Fachbegriff dafür, der kommt in unsere Vorlesung Tiefbohrtechnik 1 nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!